Willkommen mit dem größten Unboxing auf diesem Kanal. Dieses Mal wird nämlich ein Überraschungspaket von Komet ausgepackt mit vielen Feuerwerkskörpern. Also viel Spaß! Moin moin Freunde, ja, herzlich willkommen zum Unboxing von meinem Komet Überraschungspaket. Diese habe ich ja für 30 Euro heute gekauft. Ja, bei uns war ja Ausverkauf in der Werkshalle von Komet in meiner Heimatstadt. Ja, und auf jeden Fall habe ich mir das Ding hier gekauft für 30 Euro. Es gab natürlich eine größere für 50 Euro, aber ich finde, das reicht. Da sollen wohl Batterien drin sein, Raketen, so eine Packages. Und es hat meistens ein Ersparnis von angeblich 50%. Also sagen wir mal, da sollen Sachen drin sein für 60 Euro. Ja, was ist Komet? Ich glaube, zu Komet muss ich normalerweise nichts sagen. Ist einer mit der Marktführer in diesem ganzen Feuerwerkskörperbereich für Silvester und ist auch sehr beliebt. Es reisen wirklich welche aus Norddeutschland, Stralsund, Bremen, überall an. Und das Ding ist wirklich, morgens fängt das um 6 Uhr an und ist brechend voll. Das sind mega Schlangen, das ist in den ganzen Medien, im Fernsehen. Und ich war da auch gewesen und es ist auf jeden Fall mega voll gewesen. So, ich habe es mir mal auf den Schoß genommen und dann machen wir das mal jetzt hier auf, ganz vorsichtig. Und schau mal rein, was da drin ist. Also das Paket ist auf jeden Fall ein bisschen schwerer. Feuerwerkskörper wiegen ja auch ein bisschen was. Und ich sehe schon, ui, da lacht mich schon was an. So, beginnen wir mit dem ersten Item. Und das erste Item ist hier schon mal hier eine fette Batterie. Eine fette Batterie. Das ist einmal die Feuertaufe von Komet 10 Schuss Multi-Effekt Batterie. Die ist da drinne. Einmal zünden 10 Schuss, 55 Meter Effekthöhe, 30 Sekunden Brenndauer, 30 mm. Maximale Kaliber. Ihr seht schon, das ist so ein fettes Ding. Bum, 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 bum. Also, das ist auf jeden Fall schon mal was Nices hier. Von der Niceigkeit her werde ich dann Silvester alles zerstören. Lautstärke, oha, Lautstärke ist schon sehr, sehr hoch. Aber mal gucken, wie das ist. Ich denke mal, sowas kostet locker auch 15 Euro, was meint ihr? Dann kommen wir zu Item 2. Sehe ich hier schon so ein Multi-Package. Also hier so ein Multi-Package. Was ist da so drinne? Das heißt auf jeden Fall Fire Fun. Funkeln und knistern reißen die loderne Effekte in ihrem Bann und machen dich heiß. Also richtig schön heiß machen. Ja, sind dann halt so gemischte Sachen drinne, könnt ihr hier so sehen. Gemischte Sachen für die Familie. Knallerbsen, Silberblitz und was weiß ich hier alles. Hier so ein, was ist das hier? Magische Höllenlichter. Ist da hier auch drinne, so eine... Kommt wahrscheinlich irgendwas raus. Und 2, 4, 6, 7 Raketen. Einmal Hype, einmal Arcadia, Dämon. Ja, und Blast. Scheint ja auch mal ganz geil zu sein. Ich glaube, sowas kostet auch so 15 oder 20 Euro. So ein Set. Ich finde, da macht man eigentlich nichts falsch. Dann kommen wir zu Item 3. Und dann haben wir nochmal so ein Paket. Ihr merkt schon, das lohnt sich, ne? Für 30 Euro kann man nichts sagen. Dann kommen wir zu Item 4. Oh, da ist die Box immer noch nicht leer. Oha, da ist noch was drin. Da haben wir wieder ein Raketenpaket. Oh, wie ein kleines. Ach, das sind dann die gleichen, die da auch drin sind. Blackhawk, Demon, was ist hier noch drin? Sandstorm, Sternstaubeffekte. Ja, sind wahrscheinlich... Manchmal ist es auch so, dass die kleinsten Raketen die besten Effekte haben. Gibt's auch. Weiß nicht, ob das mehr verdichtet ist, dass das dann besser irgendwie explodiert und sich dann verteilt. Aber manchmal sind die gar nicht schlecht. Ja, leider steht auf den anderen Sachen kein Preis drauf, aber egal, wir machen weiter mit Item 5. Item 5 ist was ganz Traditionelles und finde ich sehr gut. Bleigießen. Wer mag Bleigießen? Hände hoch, kommentieren. Ich finde Bleigießen immer ganz geil, ist eine Tradition. Ist natürlich nichts dafür, wenn man sich völlig besäuft oder so weiter, weil da braucht man auch schon ein bisschen Geduld und auf jeden Fall sollte man das dann halt, ja, irgendwie mit der Familie machen oder Kinder lieben das natürlich auch und Bleigießen finde ich immer, ist eine geile Tradition. Und Item 6... Ey, cool. Sind 6 Stück Monster Frogs, 6 verrückte Knallfrösche. Also haben wir hier 12 verrückte Knallfrösche. Kann man auch nichts falsch machen. Dann kommen wir zu Item 7. Oh, nochmal Bleigießen. Also für eine große Familie kann man nochmal Bleigießen machen. Das ist schon geil. Ihr merkt, das lohnt sich. Das lohnt sich, da wirklich hinzufahren. Ja, dann kommen wir zu Item 8. Item 8 ist dann halt so ein kleines Jugendset. Über 70 Teile. Ratzfatz, die tolle Biene. Item 9. Und das ist auf jeden Fall eine kleine Batterie. Das ist einmal der Samurai Fighter. Geil, hört sich ja geil an. 25 Schuss Multi-Effekt Batterie.
25 Schuss, wie gesagt. 20 Meter Effekthöhe, ist auch ein bisschen was. 30 Sekunden Brenndauer. 5 mm maximal Kaliber, einmal zünden. Ja, knallt auch wohl laut. Hat nicht so eine hohe Farbvielfalt, aber macht Silberknister. Das ist dann halt der Samurai-Fight. Und da kommen wir jetzt zum letzten Teil. Also ihr merkt schon, da sind 10 Sachen drin. 10 Sachen. Und dann ist die Box auch leer. Da seht ihr, die Box ist leer. So, die Box ist dann leer. Und ihr habt dann gesehen, das sind auf jeden Fall 3 Batterien drin. Eine kleine, eine mittlere und eine größere. Und das ist einmal Demolition. Demolition ist Gendeckung. Diese atemberaubenden Effekte lassen jeden zu Boden gehen. Einmal zünden 16 Schuss. Ja, hört sich ganz geil an. Also, da steht nicht drauf, wie lange die jetzt zündbar ist. Aber das ist schon mal nicht schlecht. Ja, was sagt ihr denn auf jeden Fall zu diesem Paket? 30 Euro kam es, ist aber wirklich 60 Euro, denke ich mal, wert. Es ist wirklich was für Erwachsene dabei, für kleine Kinder, auch für die Familie mit Raketen, Batterien, Knallerbsen. Aber, wie gesagt, geht mal bitte natürlich vorsichtig mit solchen Sachen um. Trinkt nicht so viel, wenn ihr das abzündet. Ihr wisst ja, ne, ich meine, da kann man nur draus lernen, aber ab 18 ist das eigentlich Kinderfeuerzeug, Kinderfeuerwerk ist ab 12 und könnt trotzdem feuchtfröhlich in Silvester reinstarten. Da habe ich nichts dagegen, aber ich möchte euch auch nicht irgendwie noch was dann hören, wenn ihr euch das verletzt habt, wenn ihr euch verletzt habt. Aber trotzdem, was sagt ihr zu dem Paket? Könnt ihr mal gerne in die Kommentare setzen. Und ich wünsche euch natürlich guten Rutsch ins neue Jahr 2018. Feuchtfröhlich soll es natürlich werden. Und ich würde sagen, Leute, wir sehen uns im nächsten Jahr. Bis dann und ciao und bam!